Guten Morgen. Hi Mädels. Es ist wieder wir soweit. Sind's. Sonntag 10 Uhr. Ja. Wir sind wieder live. Voll. Heute geht es alles um den Schmuckbaum und die neuen Bewohner vom Schmuckbaum. So ist dem. Da schauen wir mal, wer alles dabei ist. Schauen wir mal, ob überhaupt jemand kommt. Ha? Ja, ich weiß gar nicht, was heute wieder ist. Sie drudeln. Nein. Es kommt. Ja. Hi Michelle. Hi. Alles Gute nochmal nachträglich zum Geburtstag. Genau. Ich hoffe, du hast gestern gescheit gefeiert. Mhm. Ja, die Mandy ist auch dabei. Morgen, super. Morgen Simone. Simone. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt trudeln sie alle ein. Pam ist auch schon da. So, ja, dann zeigen wir euch mal, um was es heute geht. Schauen wir mal, was da los ist heute. So, guten Morgen, Nicole. Zeigt euch einmal die Schmuckbaum. Michael ist auch dabei. Der Schmuckbaum. Der Schmuckbaum ist jetzt dran. Da kennst du, die gibt es natürlich in verschiedenen Größen, den Schmuckbaum. Den gibt es natürlich in Größe. Da hinten liegt schon ein Teil. Der eine Teil ist schon fertig. Genau. Der andere Teil liegt da. Wir machen jetzt einmal einen in Birkenoptik. Ja? Das ist aber schön, Michelle, dass ihr ihn gefeiert habt. So. Ich mache jetzt zuerst einmal noch mal ein bisschen Farbe drauf. Ein bisschen so weiß mit grün gemischt. Guten Morgen, Alex. Ja. Für alle, die wo viel Schmuck haben, ist natürlich der Schmuckbaum was ganz Geniales. Hallo Ricarda, da schaut jemand Neues zu. Ja, hallo, willkommen bei uns. Die Katrin Westphal ist natürlich auch wieder da, guten Morgen. Es trudeln sich schon langsam alle ein da. Ja, wir machen heute einen Schmuckbaum. Für alle, die wo jetzt gerade dazu gestochen sind, ich zeig's mir nochmal kurz. Den könnt ihr natürlich dann behängen mit eurem Schmuck oder Ohrringle reinhängen. Der hat auch Löcher extra dafür und für, da seht ihr das gut, weil das sind die Stecker. Die könnt ihr auch reinmachen in die Löcher. Wenn ihr dann Ketten könnt ihr drüber hängen, Armbändler könnt ihr drüber hängen. Ja, und wir malen jetzt den einmal die zweite Seite an sozusagen. Die eine Seite haben wir schon vorbereitet als Birkenstamm und die andere Seite kommt jetzt gerade. Guten Morgen, Heidi Weber. Ich habe jetzt einmal einen mit Pompom. Bienchen drauf gemacht. Genau, also seht ihr schon, da sind da Bienchen drauf. Das kennt ihr gut mit den Halterungen, kennt die Pompoms gut festmachen drauf, wenn es mit Pompom machen wollt. Und den anderen habe ich mal mit Schmetterlingen verziert. So, dann auch. Das zieht sich jetzt Monika Meier. Na, die müssen jetzt eh alle erst der Michelle gratulieren, das dauert noch ein bisschen. Morgen, Conny. Ja, also ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, weil es gibt mich noch eine Überraschung. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir die jetzt nicht gleich zeigen, sondern erst, wenn wir unseren Baum fertig haben. Dann können wir nämlich die Überraschung malen. Ja, Nicole, da musst du halt 10 Bäume malen, wenn du so viel Schmuck hast. Na, da brauchst du nur einen großen. Es gibt ja, ganz einen großen. Also es gibt nur einen größeren. Also der ist ja schon riesig, der ist ja schon größer wie den, wo ich da euch zeige. Mal nur vom Verhältnis her. Also ob man es so gut sieht. Und der wird ja doppelt so groß. Wir stellen dann danach mal daneben und dann gibt es aber noch größer. Mit dickerem Holz dann. Hi, Lisbeth Maus. So. Jetzt eigentlich nur was gesucht, wo ich meine Überraschung drauf machen kann. Genau. Deswegen machen wir jetzt eigentlich mal den Schmuckbaum. Weil viele wissen ja gar nicht, dass es den gibt. Den gibt es mir schon ganz, ganz lang. Und da gibt es ja ganz tolle Schmuckteile dazu. Ja. Da wo ihr euch Armbänder basteln könnt. Liegt da auch schon rum. Genau, dass man seinen Schmuckbaum dann auch behängen kann. Ja. So, lala. Ich denke, das passt dazu. Morgen, Petra Hartmann. Wir haben jetzt überall mal ein bisschen Farbe drauf. Ja. So, und dann machen wir den jetzt halt einfach einmal ein bisschen eine Birkenoptik, den ganzen. Ja, den kann man auch gut fürs Schaufenster nehmen, Belinda. Den ganz großen auf alle Fälle, der fällt dann wenigstens auf. Ja. Ich weiß jetzt aber gleich gar nicht, wie hoch der ist. Ich glaube 60 oder 70. Nee, so hoch ist er nicht. Was sind 50 vielleicht?
Ich habe den dann Link reingesetzt. Genau, da steht's drauf. Auf die Startseite sind die Links drauf, da könnt ihr mal schauen. Vielleicht genau, jemand im neuen Zeit. Online-Shop natürlich. Genau, und könnt ihr mal reinschauen. Ich habe jetzt gar nicht die Größe auswendig, aber ich glaube so 48 cm oder so, wenn mich nicht täuscht. Irgendwie sowas, ne? Aber ihr seid ja da, wie viel könnt ihr das mal schnell reingucken? Vielleicht kann dann jemand. Also wir machen jetzt mal einen Schmuckbaum und wenn er dran bleibt, dann dürft auch die, verpasst er auch die Überraschung nicht. Es gibt mir hier ganz tolle Überraschung. Das ist dann wieder was ganz was anderes. Hat überhaupt nichts mit Schmuck zu tun. Den brauchen wir eigentlich nur, dass wir die Überraschung da draufsetzen können. Genau, aber dass ihr den auch mal gesehen habt, haben wir gedacht, wir bemalen den einfach. Wir haben ja ein bisschen Zeit. So, ihr kennt es natürlich auch. Jetzt hat statt den Schmuckbaum, wenn jetzt jemand sagt, da Schmuck, das ist eh nicht meins oder so. Dann kennst du natürlich jetzt auch Ästler. Das ist super, Pam. Ich habe eins vorbereitet. Da kennst du dann auch das auf die Äste drauf. Ich gratuliere dir. Die Pam hat auch im neuen Shop bestellt. Erfolgreich. Erfolgreich hat sie. Ja, so. Morgen, Simone Breuer. Ich hoffe, ihr findet euch zurecht im neuen Shop. Also wenn irgendwas nicht läuft oder so, immer gleich Bescheid geben oder ihr irgendwas entdeckt, was noch nicht so toll ist, könnt ihr immer mal gleich Bescheid geben. So, jetzt nehme ich mal da ein bisschen Grün. Ah, die Lisbeth Maus war es, das ist schon 48 cm, ist der größte. Genau. War ich mir mal 50 gar nicht so schlecht. Und dann haben wir jetzt die Nummer kleiner und die ist wie, Lisbeth? 38. Das Lineal hast du da hinten, dann kannst du das messen. Wir schauen mal. 35, schätze ich. 35. Ja. Also das ist auch schon ein Riesenteil. Ja. Und alle, die wohl nicht so viel Platz haben, die haben einen kleinen. Genau. Außerdem schaut der auch schön aus. Schau, wir haben ein paar Schmetterlinge drauf geklebt und so. Man kann den auch dekorieren. Wir können den mal messen. Das ist der mit halt Verkehr drum. So, jetzt schon, Christine, kannst du ablesen. 23, sowas ist er. Es gibt sogar noch eine Nummer kleiner, für welche, die wohl nur kleinen Schmuck haben. Da hat die Alex allerdings recht. Was? Die Nicole, die hat der Garderobe mit 30 Haken dort. Das liegt alles voll wahrscheinlich. Du einmal so umzieh oder mal so ausrahmen, hilft, fahr mal. Aber das Schlimme ist, man kann sich mal vom Nichts trennen. Die Alex hat gefragt, ob es im neuen Shop keinen Posca-Stift mehr gibt. Das kann sein, dass die noch nicht drinnen sind. Das kann auch sein. Aber sehr gut zur Information. Genau, siehst du das? Das macht nichts. Wir werden jetzt und so dann vom Posca die anderen Farben auch mit reinstellen im Shop dann. Aber dann können wir gleich einmal schauen am Dienstag. Was da los ist. Das euch rein. Das ist gut, Alex. Siehst? So, jetzt machen wir mal da unten noch ein bisschen was Grünes rein, dass das nicht groß so langweilig ausschaut. Ein Mosel. Ja, so ein bisschen was, ein bisschen Gewächs, dass das nicht gar so fad ausschaut da unten. Wir könnten jetzt natürlich auch Blümchen drauf machen oder Schneckler drauf bauen und sowas könnte man alles machen. So, da lang. Ja, das ist ja das Schöne bei unserem Shop, dass man immer wieder was Neues, Altes entdeckt, Belinda. Sie sagt, weil das ist der Hammer, jetzt bin ich so lange Kunde und irgendwie kenne ich trotzdem noch nicht alles. Tja, das kannst du gar nicht alles kennen bei so vielen Artikeln. Ah. Da muss man schon. Und man weiß halt dann auch oft nicht, was man daraus macht oder so, ne? Aber wir haben ganz viele Muster mit dazu gemacht. So, jetzt hat, bei den anderen habe ich es schon gemacht. Vorne, hinten, schauen wir mal, da ist auch schon soweit. Und jetzt, wie baut man einen Schmuckbaum zusammen? Ganz komplizierte Geschichte. Total schwer. Total schwer, man nimmt das, wenn man nicht zu viel Farben aufgeschmiert hat auf das Teil, dann geht das auch nämlich nur zusammen. Also da müsste man aufpassen, dass da, wo der zusammengemacht wird, die Teile nicht zu viel sind. So, Schmuckbaum fertig, Mädels, ich kann aufhören. Das war's, Feierabend für heute. Genau, Schluss ist jetzt. Und ihr kennt natürlich jetzt diese Halterungen.
Die können wir jetzt da einfach mit drauf. Ja, Martina Schulz, wir wünschen dir auch schönes Pfingstfest natürlich. Ja, Pam. Der Shop ist gefährlicher, die Pam gesagt. Der neue. Ja, sechs das. So. Da können wir die jetzt ja verschieden dann aufsetzen. Ja, der Jeanette wünscht mir natürlich auch schöne Pfingsten. Und dann? Also da werden jetzt die Haken draufgesetzt. Die haben wir vorher schon vorbereitet. Die werden auch einfach zusammengesteckt und zusammengeklebt. Das haben wir euch aber schon mal in einem Video gezeigt. Das kann ich euch ja schnell zeigen. Ich hätte jetzt einfach die nehmen und dann einkleben. Ja? Hä? So. Einfach Dose hergehen und zusammenkleben. So, schaut das dann aus. Und da kannst du natürlich jetzt überall zwischen so hineinsetzen. Die Michelle, nix da Feierabend. Wir wollen mehr sehen von euch. So, Della. Die Simone hat angeschrieben, nein. Nichts gibt's. Das ist kein Feierabend noch nicht. Ich baue einfach jetzt da mal ein paar Ei, von denen ich halte. Ich bin ja schon ganz aufgeregt für die Überraschung jetzt da gleich. Ja, jetzt muss ich mir das da ein bisschen auf Zeiten stellen. Also danke, so Pam. Schaut da ja schon ganz gut aus. Jetzt danke. Mal noch ein bisschen Schmuck drauf. So, ein paar Kettel. Danke euch. Schaut jetzt alle gesund an, weil ich genieße da. So, dass das also bei das euch sind auch ja schön. Die Schmuckteile, mit zeigen euch das einmal. Genau, da könnt ihr euch so Armbänder drauf basteln. So, und jetzt brauchen wir. Einmal ein paar Sachen von meiner Fundgrube. Die Schmuckbäumchen sind fertig. Also ihr seht schon, warte mal, ich muss mal noch ein bisschen was auspacken hier. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet für euch. So, und ein Grau vielleicht noch, ein Hellgrün haben wir noch. Das haben wir noch nicht rosa. So, einen können wir noch so, jetzt kommt die neueste Neuheit, wo es überhaupt gibt. Ich habe auch noch ein paar von zu Hause mitgebracht. Die könnt ihr dann nach unten rumsetzen. Die fetten Pommelbärchen, die gibt es nämlich auch bei uns im Shop. Ja. Die schauen nämlich auch immer süß aus. Die kann man auch. Da unten kann ich mal an die Kühe kurz hinfilmen. Genau, dann tun wir nur ein bisschen wegfilmen hier. Ja, das die machen wir besser vorbereiten. Also die Kühe gibt es auch. Wie man die Pommel macht, die können ein YouTube-Video anschauen, dass die auch Flecken kriegen. Und die Bienen, die können da auch im Video anschauen. Ah, wie man die Bommeln macht und wie man die Bienchen anmalt, das ist alles in YouTube schon drin. Die sind ja schon miteinander vernetzt. Ich fahre mal nochmal zu den Kühen runter. Genau. Die Kühe sind wunderbar. Nein. Schon alles im Griff. Wenn wir dahinter fahren, was wir die letzten Wochen gemacht haben, für alle, die wo neu zuschauen, zeige ich euch mal da ein bisschen. Und ihr dürft ja mal Farbe aussuchen. Schaut mal, das hat sich wieder alles verändert. Da hinten hängt der Koch bei mir in der Küche jetzt. Die besten Partys finden in der Küche statt. Da auch die Frösche da unten. Das ist mich voll dekoriert bei mir. Das sieht man sonst immer gar nicht. Mal ein bisschen zeigen wieder. Genau. Na? Mal ein bisschen Zeit gewinnen für mich hier. So. Ich glaube, ich könnte dann starten, wenn ihr mir sagt, welche Farbe das werden soll. Dürft ihr euch mal einen Pommel aussuchen, eine Pommelfarbe. Also dunkelgrün, türkis, blau, grün, grau, dunkelgrau. Was nehmen wir für Farbe? Ich habe auch gefleckte. Zweifarbige gehen auch sehr gut, schauen auch immer hübsch aus. Lila. Michelle natürlich. Das war ja klar. Türkis. Zweimal Türkis. Da tue ich meine zweimal Türkis, Lila. Zweimal Lila, dreimal Türkis. Viermal Türkis. Also wir machen jetzt erstmal einen Türkis nennen, weil da so viele sind. Und dann noch einen Lila für die Michelle. So, jetzt wisst ihr immer noch nicht, um was es geht. Ach, das ist schön, dass Kreativstudio Münchberg dabei ist. Sehr schön. So, Türkis. Mädels. Also ich suche jetzt mal eine Bommelfarbe aus. Und jetzt gibt es Weltneuheit. Ja, noch wissen nicht. Wir noch jetzt nicht. Wissen wir noch nicht. Auf alle Fälle hat schon mal Flügel. Es hat Flügel. Wir machen jetzt erstmal die Flügel. Und die bekommen nämlich jetzt ein ganz cooles Design. Die Flügel.
Bist du wegen runter mit den Händen? Ja. Sieht man es, dann muss ich jetzt was halten. Danke. So, ich male jetzt erstmal die Flügel an. Die Alex, wie ich weiß, du weißt gar nichts. Du ja nichts sagen jetzt, Alex, ja? Hast du schon wieder verraten? Nein, ich habe nichts verraten. Ich habe niemanden was verraten. Das weiß niemand. Nein, kein Papagei. Papagei, wir brauchen Monika Meier hat das gesagt. Papagei, nein. Nee. Das ist viel besser. Es hat auf alle Fälle Füße. Füße hat es auch, ja. Es hat auch unterschiedliche Füße. Also es gibt zwei verschiedene Füße. Genau. Einmal lose, einmal zusammen. Ich habe jetzt mal nur eine Sekunde warten müssen. Ich habe so einen mülligen Pinsel. Was hast du denn wieder? Ja, mein anderen in der Tasche. Ich muss mich mal anders hinsetzen, weil mir schläft der Hack sein. So, jetzt brauchen wir mal einen zweiten Pinsel. So, dann schattieren wir mal die Flügel noch ein bisschen. Katrin Westphal, Huhn gibt's schon. Huhn gibt's ja schon. Die Michelle, die hat's schon wieder raus. Das gibt's ja nicht. Ich hab's noch nicht ausgesprochen, was es ist. Jetzt pass auf. Und zwar gibt's doch von den Fingernägeln so Stickers und da habe ich noch welche übrig gehabt. Und die kann man super nehmen zum Verzieren. Jetzt kommt der Fummelkram-Teil, genau, Pam. Für alle die, die nicht so gut Musterli draufmalen können, können nämlich sowas auch nehmen. Was habe ich denn jetzt für einen? Den da. Ja, es gibt aber Papageien bei uns zum Anmalen. So. Die anderen machen es nicht so spannend. So. Ein Zwerghahn. Nein, auch kein Zwerghahn. Auf, jetzt geht's los. Achtung. Tada. Die Michelle hat recht gehabt. Seht ihr nicht schnuffig? Die Christine kann sie euch mal. So, jetzt zeige ich sie euch mal, weil da habe ich vor. Drumherum gefahren. Da sitzen sie nämlich schon alle. In Position leider verschiedene. Es gibt eine neue Pompomplatte. Mit allen. Voll ja, schön. Ich lege sie euch mal her, dann könnt ihr es mal anschauen. Kommt natürlich der Pompommaker wieder mit dazu, dass ihr die Bommel machen könnt. Video setzen wir dann unter den Link rein. Ja. Genau. So lebt es ab. Und ihr seht schon, ich habe schon mal ein paar Flügelchen vorbereitet. Ja! Kannst du nicht gleich verraten, wenn es der erste schon schreibt? Das geht doch nicht. So, jetzt machen wir aber unsere mal erstmal eine fertig. Ich habe schon mal die Augen habe ich schon mal gemacht und die Nase. Fliegen aber die Herzler da am Rand. Ich sehe das schon. Ja, ich habe mir gedacht, Eulchen gehen immer. Genau, und deswegen kommen die jetzt auf unseren Schmuckbaum auf. Und nämlich, wir haben auf Kundenwunsch die gemacht. Wir haben nämlich eine Kundin gehabt, die wollte unbedingt Pompom-Eulchen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist bestimmt für euch auch was. Die machen wir jetzt gleich mal als Weltneuheit hier. Ah, das war's für Pam, ihr Tochter. Pompom machen geht immer und kann man auch überall mitnehmen. Die Simone hat gerade bestellt, das ist gemein. Tja. Ja, aber, du bist ja jetzt im Urlaub, Simone. Ja, eben. Sollst du jetzt auch Urlaub machen? Du kannst ja schon aber mal die Pommel machen. Aber da hättest du dich gut basteln können. Nein, du kannst ja die Pommel schon mal vorbereiten. Eben. So. Also, ihr seht schon, wir können natürlich die auch wieder mit den Buntstiften ummalen. Das ist überhaupt also, sie gefallen Ihnen sehr gut. Und ich habe auch lauter unterschiedliche ein bisschen drauf gemacht. Habe noch ein paar verändert, dass sie nicht alle gleich ausschauen. So, dala. Nur habe ich mir gedacht, jetzt, wenn ich euch eine so alle zeige, wie das voll süß gemacht wird, ist ja auch blöd. Und außerdem muss die Christine die nachher kleben, weil die werden immer putziger bei dir. Mhm. Und dann suchen wir uns einfach welche raus, die wo wir auf unseren Schmuckbaum hocken. So, oder? Warum jetzt da keine Weihnachtseule dabei ist? Ja, weil wir nicht Weihnachten haben. Ganz wir einfach, ja Annett. Immer noch eine Weihnachts. Platten, Eule, Platte machen. Mein Gott. Der kann man nichts recht machen, oder? Ja, aber. Findest du auch? Also, finde ich jetzt schon ein bisschen.
Und was will die Katrin Westphal? Würde mir man verschiedene Zwerge wie Zwergenkinder wünschen. Hä? Zwergenkinder? Fragezeichen. Musst ja, du mal ein Bild schicken. Da muss man immer schauen, wie man das natürlich umsetzen kann. Das ist immer mit Pompom, Zwergenkinder. Es gibt ja die Blumenkinder. Jetzt für den Sommer. Alles bestens, hat ja Alex geschrieben. Schauen. Das hat er gleich zurückgerollt. Alles bestens. Nee, ich habe jetzt gedacht, wir machen jetzt mal was für unterm Jahr. Wenn ja, Belinda, so ist es halt, ne? Der Schmuckbaum ist schon bestellt und die Eulen auch, hat sie geschrieben. Sie schaut lieber wieder nimmer zu. Ja, man muss, man ja, muss ja immer alles. Aber manche Sachen sind einfach so knuffig, die muss man halt selber haben auch. So, jetzt müssen wir schauen. Irgendwo habe ich nämlich meine Ja, alle, die wohl neu zuschauen, wir machen jetzt noch die Eulchen als Bommeln. Also wir bemalen die jetzt wenigstens mal noch, dass man die noch sieht und ich klebe die dann, dass ihr auch wisst, wie ihr es zusammenkleben müsst. Wie man die Bommeln macht, das seht ihr im YouTube-Video und der petrasbastelnews.de. Also könnt ihr gerne in YouTube auch immer mal wieder vorbeischauen. Oder eben jetzt unter die Pompom-Tiere ist immer mit drin, das YouTube-Video. Genau. Also im neuen Shop, alles findet ihr auch alles gut. Und da ist auch der Link meistens dann unten drunter. Das machen wir jetzt dann gleich. Wenn er, na, morgen, wenn er freigeschaltet ist, kann ich das erst machen. So. Fummelkram. Ja, genau, Monika Mai, das war der Plan. Da kommen jetzt auf den Baum die Eulchen drauf, weil da haben wir jetzt die Halter drauf gebaut, auf die Schmuckbäume. Und dann was das. Und dann können wir die Pompom-Eulchen da draufsetzen. Ja, Nicole, wenn du auch so süße Schweinchen malst, so wie du die Wochen reingestellt hast, die hätte ich auch nicht hergeben wollen. Die waren ja sowas von mega putzig in unserer Petras Bastelnews Kreativgruppe. Also die gibt es auch immer noch, wo ihr euch noch Dinge und die gebastelten Sachen einfach mal reinstellen könnt im Facebook. Die waren ja auch so mega süß und dann der Hintergrund noch dazu. Das hat so super passt. Die anderen, der die wieder wie Duftsäckchen nimmer. Die werden jetzt auch für alle Händler dann schon mit Bildern geliefert. Wird extra die Bilder machen. Aber es lassen. Gibt einen Zwerg, Katrin Westphal. Für einen Kantenhocker-Zwerg gibt es. Ja. Wo sie Türschild basteln kann für den Kindergarten. Da schreiben wir dir nachher mal vielleicht die Nummer kurz. Ich schaue nachher nach, wie die Nummer ist, dann schreibe ich sie dir. So. Wo du das findest. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt drin? Bestimmt, oder? Ich muss Zwergerskanone. So, jetzt halt. Wie die Lage bei uns ist, was wir wieder dürfen. Wir dürfen seit gestern wieder mit Test. Gefühl gar nichts. Mit Test in Gastronomien dürfen wir wieder. Nur bei uns noch fast keine auf. Weil ja, bei uns hat fast noch nichts auf. Gestern hat ein bisschen was schon aufgehabt. So, also ihr seht schon, kein Problem. Total easy zum Umhauen. Belinda, wer soll ein Bild schicken? Was habe ich? Was verpasst gerade? So, jetzt müssen wir natürlich den Muster verpassen. Ach so, die Alex soll dir das schicken, ja. Jetzt auch. Blumi noch drauf machen. Hier. So. Also, das ist schon süß, süß mit den Stickerle. Das hat wieder super Idee gehabt. Gell? Dann hat man gedacht, sowas fliegt doch überall im Haushalt immer rum. Schau, ich habe sogar mal welche mitgebracht. Und wenn nicht, kann man auch mal welche bestellen. Genau. So schaut das aus. Gibt es ja auch in jedem Ja, Ding. Füße anmalen brauche ich euch ja nicht zeigen. Und jetzt muss die Christina mal ein bisschen was arbeiten. Warte mal, ich tue mal. Lass mal tauschen. Den Heißkleber einstecken. Habe ich schon gemerkt, Belinda. Ich habe nochmal hochgescrollt. Was hast du gemerkt? Ja, dass die Belinda mit der Anna geredet hat und nicht, dass es nicht mir golden hat, weißt du? Da muss man ein wenig aufpassen, wenn sich die untereinander dann miteinander unterhalten und so. Ja. Ich mach mal da noch Schnäppchen hin. Und dann schauen wir jetzt erstmal. Wir werden jetzt erstmal disponieren, bis der Heißkleber soweit ist, bis die Christine kleben soll. Also dann disponieren wir mal. Eine Türkise, oder? Hätte ja, oder lila, den musst du unbedingt machen wie die Michelle. So. Und wollen wir der Türkisen dann graue Füße machen?
Schaut's mal, oder die. So, und dann haben wir ja, jetzt, ich habe ja da mal ein bisschen was vorbereitet. So, dann soll die uns noch eine rote machen. Der machen wir dann so einen ganzen rosa Bauch vielleicht. Mit zwei einzelnen Füßen. Wo ist mein zweiter? Dann haben wir noch die lila, ne? Die zarteste Versuchung. Und grauen sollst du machen. Aber bei der lila? Schwarz-weiß? Nein. Graue Füße für Türkis. So, die grauen Füße für Türkis. Das haben wir, ja, das hast du ja. Genau. Und jetzt brauchen wir noch die da. Eine gelben haben wir nicht. Und dann machen wir nochmal zwei einzelne Füße, hätte ich gesagt. So, die da, die kriegt Doppelfüße. Und jetzt haben wir von denen noch eine, unsere neue. Die muss dann winken, Christine, ich habe extra die andersrum. Ja, ist recht. Ja? Also so. Und dann nehmen wir ein kräftig Türkis, oder? Ja. Was meinst du, Mädels? Sollen wir so kleben lassen? Die rutscht mal ein bisschen. Oder soll man den lieber einen grauen Bauch geben? Nein. Nein, das passt nicht so gut. Das darf ruhig ein bisschen farbig sein für unseren Schmuckbaum. Die unteren zwei gefallen der Michelle am besten. Das war ja so, sei denn klar. Sagt, der ganze Wohnung muss doch lila sein, oder? Aber ehrlich. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt werden wir mal hier den Flieger. Alles perfekt. So, jetzt müssen wir mal wechseln. Und schauen wir mal, dass die Mama das auch gescheit macht, ne? Warte mal, ich muss erst mal meine Brille absetzen. Achso, dann sehe ich nicht, was du schreibst. Dann lieber Brille aufsetzen. Also, jetzt schauen wir mal, ob die Christine es gescheit kann. So, jetzt stellen wir uns erst einmal den Heißkleber uns daher. Genau. Wir schauen schon mal nur mal unsere Eulchen alle an, wo wir schon fertig haben. Die finde ich auch so cool da, die da. Wenn die so sitzen, da sind die voll süß. So, also, und auf los geht's los. Da kommt Heißkleber unten drauf, einfach so Rauten. Am Kopf. Und dann wird das erst einmal da einfach irgendwo reingesteckt. Irgendwo reingesteckt, habt ihr das gehört? So. Also in den Bommel halt. So. Und dann gehen wir hier die Füße, also die getrennten Füße, die klebe ich eigentlich immer so hin, dass die dann so ausschauen, weil das schaut immer hübscher aus. Ihr könnt sie natürlich aber auch umdrehen. Und da einen Heißkleber drauf machen und sehr gerade drauf machen. Oder ich zeige euch das mal so rum. Also so können wir das auch machen. So, Dala. Na, Mädels, und? Das ist halt immer was, das müssten dann die Mamis machen. Aber so sind die perfekt für den Kindergeburtstag, weil die Pompomhalter, also die Pompommacher, die gibt es ja auch einzeln bei uns. Die Pompom-Olchen, die haben einfach noch mal sein müssen, Michelle. Waren schon lang überfällig. Ja. Und vor allem ist mal wieder was anderes. Dass man immer, eine muss winken. Ja, der kriegt doch eine. Die wird jetzt das heißt, eine winkende. Hallo, nicht so hochheben. Sonst sehen wir das gar nicht gescheit. Wir gehen ja mal ganz nah hin. So, jetzt wenn wir Winken nicht machen wollen, dann tun wir der Oma einen Heißkleber drauf. Und dann steckt man den rein, jetzt winkt der. Nee, die musst du nur gescheit zuschneiden. Die Bommel, ja, ihr müsst die ein wenig zuschneiden, nicht einfach nur machen den Bommel und aufschneiden, sondern wir müssten ein bisschen stutzen, dass der schön rund wird. Und dann müsst ihr dann immer so nudeln. Warte. Und dann schneidet er den wieder ein wenig zu. Ja. Dann müsst ihr immer mit der Schere den ein wenig zuschneiden. Aber das zeigen wir genau im YouTube-Video. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, da müsst ihr mal die Videos anschauen, Mädels. Ja, echt, ey. So, jetzt kommt der Michelle, oder? Wir könnten ja mal so einen Vollwinkel machen lassen, der so da oben flattert. Ja, kannst du. Mach uns nur verschiedene. Wir wollen jetzt ganz verschiedene sehen. Gell, Mädels? Also die schauen halt echt schön aus, die Ollen, wenn der Kopf oben drin steckt.
Wir haben zwar auch welche gemacht, wo wir es vorne hingeklebt haben. Das zeige ich euch mal bei einem. Christine, dann. Du darfst nicht so weit vorne sein. Was ist Wenn denn? Du so weit weg gehst, dann sehen wir dann dich nicht. Dann geh doch du mit der Kamera hin. Da muss ich dann so hochhalten, das strengt mich so ja, an. Ja, ja, das ist mir klar. Sehe ich ja nicht, ich sehe es ja nicht. Das ist mir schon selbst klar. So, das ist jetzt so eine. Da wird dann einfach da drauf gehabt. Und dass die Füße halt ein bisschen vorne rausschauen. Sagt sie das auch gescheit. Simone, ich reserviere dir welche von den Olchen. Ich habe schon genug raus. Kann ja auch welche in Urlaub schicken. So, jetzt hat Winter. Christine, halten mal ein bisschen zu uns her. Jetzt. Und der plustert sich auf. Der Plusti. Was ist merkwürdig? Ich habe irgendwas nicht verpasst. Ich muss da so mich konzentrieren, dass ich das gescheit filme hier. Was, irgendwas ist merkwürdig? Ja, irgendwas ist merkwürdig. Bist du nah dran? Nee, die Simone hat geschrieben, dass irgendwas komisch ist. Alles wie, ich papp schon fest hier. Die hat schon wieder alles da. Warte mal. Achso, wir können einen kleinen Aufbau. Die dann, ne? Jeanette schaut auch zu. Soll ich dir mal zeigen, was wir hier machen, Jeanette? Also jetzt machen wir mal einen Fliegi, hätte ich gesagt. Aus dem Roten machen wir einen Fliegi, wir machen Pompom-Olchen. Ja, machen wir einen Fliegenden. Wir, also, da wir kommt, machen Schmuckball. Also Vorsicht, ich muss aufpassen. Der Fliegende, der kommt da hinten das drauf. Und dann wird er einfach einmal draufgeklebt. Mitten auf den Bommeln auf, sozusagen. So, und dann Na sicher kannst du auch welche dazu haben, Pam. Die passt von den Pompom-Maker. Ja, ja, die hat doch schon ihre Bestellung abgeschickt. Ja, das ist doch alles noch. Den wir fangen doch erst am Dienstag wieder an. Das kriegen wir alles in den Griff. So. Jetzt Lassen. Ist er in voller Fliegerstation. Warte, so. So. Und die Füße, die können wir mir jetzt dann da, muss man so herrichten. Die werden jetzt da so hinten draufgelegt. Ist der nicht cool? Ha, mit seinen Blümchen. Fliegen, Johnny, weil wenn ihr den jetzt dann auf Wie die cool Ding ausschauen, drauf. Oder? Mit den Sticker drauf. Voll cool. Ich mir dachte, wenn ich die jetzt wieder so aufwendig mal für euch, dann sagt sie wieder, oh, das bringt mir ja gar nicht hin. Aber man denkt, muss ich mir jetzt was Neues einfallen lassen. Ihr könnt natürlich auch Glitzernagellack oder sowas verwenden, so ein bisschen zum Verzieren, das geht auch immer. So, so jetzt, der hockt doch voll cool, oder? Den das ist voll geil, jetzt werden wir den nicht darauf. Warte mal, wir hocken mal den da oben rauf. Das schaut doch schon voll mega aus, oder? Wenn der da oben sitzt. Na, den kannst du gleich da oben rauf kleben. Also ein bisschen Kleber wieder auf dem Bommel. Warte, auf dem Bommel. Das müsst ihr aber mit dem Heißkleber machen, weil das sonst hält das nicht. Ich schreibe mir die Bommels. So. Jetzt hockt er auch nicht drauf. Voll süß, der erste sitzt schon mal. So. Jo. Schauen wir mal. Machen wir halt jetzt noch einen Winkerten. Ja, genau, Fliegerbrille fehlt noch, Nicole, da hast du recht. Ja, das wäre es jetzt. Die können wir ja aus Draht machen, so eine Fliegerbrille. Ja. Die hat immer ihre Finger im Weg, seht ihr das? So, wenn der jetzt ein bisschen zu viel hat, dann kann man da auch mal vorne ein bisschen vom Pommel noch was wegschneiden. Ja, man kann jetzt daher gehen zum Beispiel und kann halt da. Wenn die Schere schneidet. Da ein bisschen was wegnehmen so. Und dann hat. Jetzt sieht man das Gesicht besser. Sieht man besser. So. Sieht man mal dort schon. Wir sind voll süß, oder? Voll putzig. Da haben wir mal die getrennte Füße unten hin. Das kann man mich auch mal machen. Ich muss ihn nur immer erst zu mir drehen, weil sonst kann ich das nicht leben. Sonst sieht man überhaupt nicht, ob Geld Ja, das ist doch toll, wenn du mal Geld ausgeben musst bei uns. Weil wir brauchen das auch. Weil mit Dauer-Lockdown hier ja, sind wir echt. Auf jeden von euch angewiesen. Das stimmt. Und wir kämpfen uns hier durch bis zum bitteren Ende. Ich krieg eh schon wieder voll die Krise. Jetzt kommt die scheiß nächste Mutante zu uns. Ich krieg ja voll zu viel, ich sag's euch.
Und ich bin immer noch nicht geimpft. Das ist zum Speien. Echt? Nee, kein Kredit musst nicht aufnehmen auf der Bank. So schlimm wird's nicht werden. Ihr könnt ja auch das nach und nach bestellen. Mhm. Und ihr müsst halt immer zwischen ein paar auslassen. Weil der ist ja voll süß geworden, oder? Der ist ja schon cool. Der ist doch voll schnuffig. Oh, voll geil. Kannst du mal den Türkisen noch mehr aufheben? Ja. Oh, jetzt wollen wir aber den zweiten Türkisen auch noch sehen. So, jetzt kommt das, der finale Schlag kommt jetzt, Mädels. Ja, sicher machen wir im Herbst wieder was. Also wenn es jetzt endlich einmal mit den Scheißzahlen runtergeht, sobald es irgendwie geht, machen wir natürlich Bastel-Event. Ist doch kein Problem. Sie hat auch schon die erste Impfung. Ja. Die Jeanette, ich krieg die Krise und mich wollen sie nicht einfach. Ich habe auch die erste gekriegt. Die Christine ist nämlich schon geimpft und ich. Die warten, bis der Mutante kommt, die nichts mehr hilft, bis die mich impfen. Sag's euch. Ich hab das falsche Niedlied. Das geht gar nicht. Das musst du mal runtermachen. Der das falsch hingeliebt hast. Ja, das war's, weil hinten, der kippt sonst mir. Der kippt, siehst du, und darum mache ich das gar nicht. Der kippt mir gar nichts. Das muss immer ich machen. Alle Bommel liebt ich. Die Bommel ist immer der Christinia-Job und darum habe ich gedacht, die soll das jetzt ruhig mal machen. So. Da hab's ich heute mal ganz chillig. Ja, genau, du wolltest halt auch mal chillig haben. Jetzt genau. Zugeben. Nur mit beiden nach hinten, hä? Ganz normale. Einfach nur da. Na, auf jeden Fall, Pam. Da freue ich mich schon voll drauf, wenn ihr kommt. Hey. Ich sag's euch, vermisse euch alle so arg. Wenn wir uns im Laden suchen können. Ja, die wollen kommen, wenn wir wieder Event machen jetzt. Ach, dann im Sommer. So. Ja, wenn die wieder aufmachen dürfen mit der Wirtschaft, dann können wir ja wieder was machen. Wenn sich mehr Notfalls Leute müssen wir alle testen und wenn wir wieder einzige. Christine, wenn du so hoch machst, sieht kein Mensch was. Ich hab's erst hier richten müssen. Wir sehen nur immer Gruscht. Gruscht. Also voll süß sind sie. Und jetzt holen wir mal den Schmuckbaum her und jetzt lassen wir die mal einziehen. So, ihr seht schon, das ist voll das Chaos bei uns schon wieder. Voll, überall liegt das Zeug. Ja, ich muss aber der Film, der sieht mir hinten den ganzen Chaos überall. Ich zeige mir lieber die Frische da hinten. Ich hoffe, mich mal ein wenig so her. Ja. Genau. Und jetzt kommt der eine und der andere drauf. Also da oben brauchen wir aber was Türkises jetzt also oben rauf. Hätte ich gesagt. Den da? Der ist super da, oder Mädels? Ja, den machen wir da drauf. Auf jeden Fall, Monika, da freuen wir uns voll. Dann machen wir voll das geile Wochenende, voll Kreativwochenende bei mir. Ah, ich habe ja schon gedacht, wir können ja vielleicht zu Ostern schon was machen, aber es wird alles nichts. Es ist so zum Speichern. Ich habe schon so eine Pammel, dass jetzt über Pfingsten die sich wieder irgendwo alle anstecken und die das wieder überall mitbringen. Der schaut voll gut aus da vorne. Der Lilane muss da vorne drauf, weil die Michelle Geburtstag hat. Der muss da vorne drauf. Der passt da nicht hin, der ist zu fett. Dann nimm einen, der wo schlanker ist. Den hinsetzen. Ja, dann hocken da oben drauf. Weil da oben. Der passt mit den Füßen da nicht hin. Der ist okay. Zu fett, der hat so einen fetten Bommel. Da müssen wir einen anderen suchen. Warte mal, ich suche mal von hinten noch. Aus. Ich suche mal noch ein paar von hinten. Ich hole mal ein paar her. Weil die müssen ja eh irgendwo drauf. Der ist auch süß. Aber ein grüner könnte man auch dazu machen, oder? Was meinst du, ihr Mädels? So ein grünen. Warte mal. Aber dann setzen wir den grünen vorne hin, oder? Schau mal, ob der vorne hin passt. Oder da ist auch cool. Dann setzen wir ihn da hin. Oder? Da hat man anders, jetzt ist er frei. Nee, wir setzen ihn da hin, hätte ich gesagt, oder? Was meinst denn ihr? Die schreiben so schnell, das kann ich gar nicht so schnell lesen. Du kannst es scrollen. Ich weiß nichts vom Hobbyfahren, ob das stattfindet. Kann ich dir nicht sagen. Die werden selber noch nichts wissen. Du, solange die Zahlen so hoch sind und jetzt ging es zwar ein bisschen runter, aber... Wir dürfen sie ja noch keiner treffen miteinander, richtig? Also zwei Haustelle oder fünf oder was? Irgendwas hat die Monika geschrieben, jetzt warte mal. Ja, okay. Tschüssi, bis nächste Woche. Die Monika, glaube ich, muss abdüsen. Sollen wir die Pinken da hinmachen? Was meint ihr, sollen wir noch einen Pinken vorne hinhocken? Ja. Oder, ja, der ist cool.
der fliegt mich weg, weil der ist cool. Hin, weil den kann man da den Leitz weg. Ja, genau, den machen so, wir da, ne? Vorne rein. Ist er rein. Gott, oh Gott. Das ist eigentlich nochmal. Ja, das Grün, das wirkt jetzt halt total cool dazwischen drin, gell? Ich finde den hellgrünen auch so schön. Die hängt fest am Baum. Voll festgehängt alles da. Ja, jetzt brauchen wir da rechts außen noch ein. Jetzt, Moment. Da könnte man aber auch noch mal... Willst du den da lieber hinnehmen? Nee, da könnte man noch mal einen grünen brauchen. Warte mal, ich hole noch einen. Du hast lieber einen grünen? Ja, der grüne... Grüne. Ja, der grüne ist cool, oder, Mädels? Oder einen gelben. Der gelbe ist auch cool. Welchen meinst denn ihr, den grünen oder den gelben? Da oben kann man auch noch einen hinsetzen. Da oben, für als finale Schlag, da machen wir dann den grauen oben drauf, da oben. Das ist der Chef. Die Alteule. Genau. Also machen wir die Alteule zuerst und dann könnt ihr dabei überlegen, ob wir den gelben da rechts raus, meinte Michelle. Die Mende auch. Also dann machen wir den gelben da rechts raus, der schaut doch gut aus. Lisbeth hätte lieber noch einen grünen gehabt. Aber gelb überwiegt. Dreimal gelb haben wir. Also. Was, ein Bischen haben wir, ein Bischen auch. Ein Bischen können wir auch noch draufsetzen. Den setzen wir dann da unten drauf. Da, ah. Da können wir noch einen draufsetzen. Also gelb jetzt da her? Ja. 2, 4, 6, 7, 8. Und den kleinen Schatz. Und das finale Schlag. Der 8. kommt daher. Das tut dir doch nichts. Doch, ich bin an den Heißkleber. An Heißkleber hingekommen. Weißt du, was ist jetzt? Bringen wir es nie mehr da runter, weil die Eulen jetzt da ist alles. Nein, das kriegen wir schon wieder runter. So, wollt ihr das mal genau nah anschauen? Das schaut dann so aus. Können wir euch auch mal zeigen, wie das geht? Wenn ihr wollt. Ist auch voll einfach zu machen. Der muss unten durchschauen. Hallo. Voll cool, jetzt haben wir sie alle sitzen. So, Parade. Da, 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 da. Der muss mal ein Köpfchen geben, der wackelt da so auf. Was ist der Ernst? Habe ich was verpasst hier? Ich trau mich das nicht runterschieben. Du kannst du einfach schieben, einfach hin und her. So. Ja, die kannst du natürlich in alle Farben machen. Die sind voll cool. Das macht auch voll Spaß. Das ist jetzt richtiger Sommerthema. Christine, so, stellt nochmal rüber. Die Bärchen wieder dazu setzen. Genau. Nein, die wohnen auch da unten. Genau. Oder macht es dann die Kühe dazu. Genau. Die, da unten nochmal. Warte, die Kühe zeige ich euch mal nochmal. Oder Fröschler. Warte mal, wir kommen mal die Fröschler nochmal hoch. Die bringt die Fröschler nochmal her. Oder ihr könnt es natürlich auch auf so einen normalen Ast drauf machen. Das könnt ihr natürlich auch malen, wenn ihr jetzt keinen Schmuckbaum wollt. Genau, dann nehmt ihr einfach wieder diese Haken, steckt da oben rein. Und dann, wenn sie bemalt. So, das stelle ich mal auf. Ja, Mädels, das große Eulenfinale war das. Ja, voll süß. Müssen wir noch was machen? Ihr seht schon, die Oma war letztes Mal voll fleißig, die hat die ganzen Pommels gemacht. Was wolltest du mit dem? Wolltest du noch was machen? Nee. Nimmer? Alles gut. Alles gut, haben wir alles. Wir setzen da mal noch ein paar von den kleinen Süßen da unten mit hin. Das schaut nämlich auch immer süß aus, als Zierage. Und ihr seht schon, ich habe auch so ganz kleine Mini-Ohrringelchen gemacht mit Kirschchen und Blümchen und Herzchen und sowas. Und da müssen wir unseren Schmuckbaum jetzt noch einen Haufen Schmuck einziehen lassen. Und dann machen wir ein Foto für euch. Die sitzt da oben auch noch eine zwischen rein. Habt ihr das gesehen? Zwischen den Schmetterlingen. Die Schmetterlinge haben nämlich auch so Stickers gekriegt. Der nicht, aber die anderen da, so, der Herr Rüben, die haben auch voll die Stickers gekriegt. Ja, habt ihr das überhaupt entdeckt, was wir da gemacht haben? Ja, habe ich Ihnen gerade schon gezeigt. So, Mädels, das war's. Ich komme mal rüber, übernehmen das einmal. Bitte übernehmen Sie wieder. Ich bin wackelnd, wahrscheinlich wie Kuschwanz heute. Wahrscheinlich hat es gewackelt wie Sau. Ich bin jetzt so der Beauty-Filmer. Wir drehen wieder um. So, Mädels, dann wünschen wir euch viel Spaß wir die hoffen, Woche. Es hat euch gefallen und ihr bestellt natürlich viele Pompom-Eulen, ist ja klar. Der Sommer ist gesaved, jetzt machen wir Pompom-Eulchen. Ihr könnt es ja Schlüsselanhänger machen, das zeigen wir auch im Video in YouTube. Also ihr könnt es ja 1000 Varianten machen, die Pompom-Eulen. Oder auch für Katte oder alles so in die Sachen. Viel Spaß beim Shoppen,
wenn sie euch noch was auffällt, einfach melden bei uns, dann ändern wir das gleich ab. Genau. Und wie gesagt, auf der Startseite, wenn ihr hochscrollt, einfach scrollen, eben, dann findet ihr die Schmuckbäume und die Halterungen und alles, genau, was ihr braucht. Alles klar. Okidoki, bis nächsten Sonntag. Tschüssi.